Wenn man den Feuilletonistinnen dieser Welt Glauben schenken möchte, geht es heute nur noch um die Marotten skurriler Minderheiten. Statt sich um die wirklich wichtigen Fragen zu kümmern, so lautet der Vorwurf, gehe es nur noch um Identitätspolitik. Dabei bleibe vor allem die Klassenpolitik, also der Kampf gegen soziale Ungleichheit und kapitalistische Ausbeutung auf der Strecke. Statt über globale Emanzipationskämpfe für Leben, Freiheit und ein Ende der Gewalt zu sprechen, statt über Schwule, Lesben, Trans, Intersexuelle, Queers, Migrantinnen, schwarze Menschen, People of Color, Menschen mit Behinderungen und Frauen zu sprechen, müsse endlich wieder Klassenpolitik gemacht werden. Also ist der Kampf gegen patriarchale und rassistische Unterdrückung keine soziale Frage? Der Entwurf von Klassenpolitik, den die selbsternannten HüterInnen der sozialen Frage ihrer Kritik zugrunde legen, ist holzschnittartig. Für sie ist die ArbeiterInnenklasse vor allem der weiße, männliche Industriearbeiter und Familienernährer. Fast so, als seien Jahrhunderte kolonialer Gewalt und Ausbeutung, als seien über 150 Jahre Frauenbewegungen und Jahrzehnte globalisierter Kapitalverhältnisse nie da gewesen, nie relevant gewesen. Doch, der Kampf gegen patriarchale und rassistische Unterdrückung ist eine soziale Frage. Im globalen Kapitalismus sind es schwarze Menschen und People of Color im globalen Süden, die in den Massenproduktionsstädten dieser Welt den Wohlstand der wenigen in den Festungen Europa und Nordamerika erwirtschaften. Es sind migrantische Frauen aus den unteren Schichten, auf denen die Hauptlast der Haus- und Sorgearbeit liegt. Menschen mit Behinderungen schuften in Werkstätten und erhalten kaum Lohn. Queere Menschen sind überproportional von Wohnungslosigkeit und Hassverbrechen betroffen, ganz besonders nicht weiße Transfrauen. Darum müssen wir Emanzipation als ein Zusammenspiel aus Anerkennungskämpfen und sozialen Kämpfen begreifen. Ausbeutung und Ausgrenzung stehen in einem Verhältnis zueinander. Sie bedingen sich gegenseitig. Wenn wir unsere Erfahrungen zum Ausgangspunkt unserer Kämpfe machen und sagen, was ist, wie uns geschieht und wie wir dagegen ankommen können, wenn wir die Bedingungen unserer Erfahrungen in den Blick nehmen, dann aus den Grenzen unserer Erfahrungen heraustreten, um zu erkennen, wie deine, meine und ihre Zurichtungen unsere gemeinsame Basis im Angesicht von Kapitalismus und Patriarchat sind, dann sind wir radikal solidarisch. Werden wir unbequem, wie die Lesbians and Gay Men Support the Miners, die in den 1980er Jahren die Bergarbeiterinnenstreiks in Großbritannien unterstützten? Werden wir kämpferisch wie das Combahee River Collective? Werden wir radikal solidarisch, wenn wir uns miteinander gemein machen, organisieren und streiten für eine Welt ohne Ausbeutung und Ausgrenzung, eine Welt ohne Leid?